Albania. Ja. Ja, ja. Hallo. Hallo. Hi. Sprechen Sie Deutsch? Ich spreche Deutsch. Ja, ja. Ja. Haben Sie eine Panne, ja? Ja, ich habe mir mit dem scheiß Straßenverhältnis hier eine Reise kaputt gefahren. Oh. Und haben Sie einen Ersatz? Haben? Ich habe einen Ersatz. Oh, ja. Gott sei Dank, aber eben, man muss wechseln. Man muss wechseln. Ja, ich stehe am Anfang meiner Reise, ja. Und jetzt habe ich keinen Reifen mehr. Oh. Ja, aber gut, schauen wir mal. Die Größe kriegt man hier. Ja, ja. Ja, warten wir. Wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Und wenn, dann wollen sie es vergoldet haben. Ja, genau, ja. Genau. Sind Sie jetzt auch von Ulcini hochgekommen? Ja. Ja. Ja, ich bleibt ja nichts anderes übrig. Sie wollen auch rüber an den Skudersee. Albanien. Ja. Habe ich irgendwo schief gesehen, dass die Straße irgendwie gesperrt ist oder so? Nein. Nichts, nein. Ja, vielleicht haben wir es nicht richtig lesen können. Ich war sowas von heilfroh, dass ich diese Strecke da unten dann endlich hinter mir hatte. Ja, genau. Und dann dachte ich, naja, gut, jetzt. Ein ewig Umweg, ne? Und auf einmal dann sehe ich hier, wurschteln sie auch rum. Ne? Ja. Und da bin ich bin gegen einen Stein gefahren. Ja. An der Seite. Ja, es braucht halt nicht viel. Ja. Ja. Ne, also, das ist Pech. Ich war so froh, dass ich das Stück hinter mir habe und dann hier oben. Oh ja, das ist aber dumm. Sie wissen auch nicht, wie es da vorne aussieht. Nee, aber es sind jetzt, während ich hier rumwagel, schon 10 Autos durchgefahren, so Motorräder. Ah doch, ah ja, Anti-Motorräder, ja, die haben wir in Ulcini gesehen. Ja, und ich denke, also